Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance-TV natürlich mal wieder. Und ja, die Euphorie, die kurzweilige Euphorie, die ist leider schon wieder im Keim erstickt worden nach dem Auswärtssieg beim LASK eben vor wenigen Tagen noch. Ja, diesmal jetzt die Niederlage zu Hause, 2:3 am Ende gegen die Linzer. Das heißt, man verliert schon das zweite Mal in dieser Saison zu Hause gegen den LASK. Und ja, was soll ich sagen? Es ist so ein bisschen immer die gleiche Leier. Zeitweise die Burschen, sie kämpfen brav. Man kann nichts sagen. Sie kämpfen, sie probieren, aber ja, die ganze Spielanlage ist halt auch im Moment nicht gerade sehr produktiv zu Hause gegen Gegner wie eben den LASK, der umschalten kann und eben auch schon das Spiel machen beherrscht. Das fehlt uns einfach und das hat man heute auch gemerkt. Also kommen wir zum Spiel selber. Ich fand gut die Anfangsphase jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber man hat schon von Anfang an relativ schnell gemerkt, okay, da LASK hat den Ballbesitz. Unsere Blackies haben sich in der ersten Halbzeit relativ weit zurückgezogen. Das Ganze plätscherte auch so hin und her, würde ich mal behaupten. Also hier mal ein Abschluss, da mal ein Abschluss auf beiden Seiten. Und ja, dann in Minute 22 Eckball für die Linzer und der Ball ist auf einmal im Tor. Torschütze Wiesinger, das 0:1, so nicht unbedingt jetzt komplett verdient, auch nicht unverdient. Der LASK hat schon ein bisschen mehr gemacht, aber unterm Strich so ein bisschen ein Tor, wie ich finde, aus dem Nichts im Grunde. Danach ist Sturm ja so ab einer halben Stunde herum aufgewacht, schön langsam, aber man merkt schon, also man merkte schon im ersten Durchgang, es fehlte so ein bisschen die komplette Offensivpower, obwohl sich die Jungs, wie gesagt, bemüht haben. Dann aber Paukenschlag, der Ball kommt zu Stefan Hirnländer und der Wum haut ihn dann einfach mal aus der Distanz rein, keine Ahnung, 25, 20 Meter herum, würde ich mal schätzen. Auf jeden Fall schönes Tor von Hirnländer und das hat dann auch eingeschlagen, Sturm. Danach wirklich mit bisschen, ja, Powerplays vielleicht übertrieben gesagt, aber man war dann in der Partie drin und konnte das Ganze sogar knapp vor der Pause noch einmal drehen. Hoher Ball in Richtung 16er der Linzer. Ich glaube, Hirnländer mit dem Kopf ist entscheidend noch mal dran. Er verlängert auf jeden Fall perfekt für Markus Pink und der lässt dann Schlager im LASK-Tor erneut keine Chance. Zweites Tor von Pink, der ist der nächste LASK-Schreck, wie es ausschaut. Und das war eben das 2-1-Führungstreffer für unseren SK Sturm knapp vor der Pause. Mit dem 2-1 in der Kabine, Resümee zur ersten Halbzeit. Der LASK hat schon mehr versucht fürs Spiel zu tun, unsere Jungs aber kaltschnäuzig am Abschluss. Sollte sich leider dann im zweiten Durchgang so ein bisschen ändern, auch da das Spiel eher so am Hin- und Her plätschern, wie ich finde. Unsere Blackies leider wirklich zu weit hinten reingedrängt worden. Also der LASK hat versucht, man hat gesehen, die Linzer, die haben Qualität in der Offensive. Und ja, umso ärgerlicher dann das 2:2 nach einer knappen Stunde. Ein Distanzschuss von Michol, eigentlich kein Problem in normalerweise für Siebenhandel, aber dem flutscht der Ball halt durch die Hände durch. Auch einem Oli Kahn sind schon Fehler passiert, muss man auch an der Stelle sagen, aber ist wirklich bitter und eben zu einem Zeitpunkt, wo man den LASK relativ gut im Griff hatte und ich schon Parallelen zum Auswärtsspiel in Paschik ziehen wollte. Danach aber von Sturm leider kein Aufbäumen, im Gegenteil. Die Linzer versuchen es dann nochmal, TT, der dann auf einmal durchsprinten kann in Richtung Siebenhandel, den Ball als Aluminium setzt, da hatten unsere Jungs dann auch schon Glück. Und ja, man hat dann im Endeffekt leider das dritte Tor dann auch noch gefressen. Und eben wenige Minuten nach dem 2:2 eben dann der Führungstreffer auch noch für den LASK, sollte auch der Siegtreffer sein. Geuginger, der auch aus der Distanz abzieht, war auf jeden Fall ein schöner Treffer. Ich glaube nicht unbedingt, dass da Siebenhandel irgendwas hätte machen können. Auf jeden Fall Geuginger zu frei gewesen und die Führung der Linzer dann auch nicht ganz unverdient. Unsere Blackies versuchen es in den letzten Minuten noch mit Mann und Maus alles nach vorn zu schmeißen, aber unterm Strich hilft dann auch kein Lackner im Sturmzentrum. Und ja, im Endeffekt vergibt man eben dann die Halbchancen auch meist kläglich. Janschard in der 74. übrigens noch einen Schuss ans Außennetz, aber das war es dann im Grunde auch schon. Also die ganze Schlusshektik nichts geholfen und ja, die Linzer sind halt dann der lachende Sieger in dieser Partie. Ich sag mal, ein Unentschieden wäre sicher möglich gewesen zumindest, aber ja, mich persönlich stößt so ein bisschen die defensive Spielweise doch dann ein Stück weit auf, weil zu Hause ist es die dritte Niederlage in Serie und das ist natürlich jetzt nicht gerade Werbung, wenn man in den Europacup möchte. Von dem her, bevor ich mich verabschiede, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, was ihr zur heutigen Partie sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance-TV. Nicht vergessen, da geht es gegen St. Pölten. Und da gewinnen wir dann wieder. Von dem her, Spaß das dann von mir. Euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.